Der Leitgedanke des Sprengels: Wir begegnen den Menschen mit Respekt und Wertschätzung. Und der Gründungsgedanke unserer Raiffeisenbank: Hilfe zur Selbsthilfe, ergänzen sich bestens. Wir teilen wirklich in vielem dieselben Werte. Und daher unterstützt Raiffeisen den Sozialsprengel. Als großer Arbeitgeber in der Region sehen wir schon auch eine soziale Verantwortung, nicht nur die Verantwortung für die Sicherung von Arbeitsplätzen, sondern auch, dass unsere Bevölkerung gut geht. Der Sozialsprengel, den unterstützen wir deshalb, weil er einfach eine Leistung für jene Leute erbringt, die sich selber nicht mehr versorgen können, und das ist in unserer Gesellschaft extrem wichtig. Ich muss persönlich sagen, die Firma Evermeyer & Decker war eine der ersten Firmen in der Region, die anstelle der Weihnachtsgrüße das Geld einer sozialen Einrichtung gespendet hat. Und was mir da persönlich äußerst wichtig war und auch noch immer ist, das ist, dass diese regionale Einrichtung einfach in der Region ist, nachvollziehbar ist, greifbar ist, dass man weiß, wo die Spenden hinkommen. Und man weiß ja nie, ob man es nicht selber oder im engsten Familienumfeld einmal braucht. Und aus dem Grund, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich der Sozialsprengel an erster Stelle, und den werden wir auch in Zukunft unterstützen. Ja, wir vom VSD Kitzbühel wollen Personen helfen, die in eine Notlage geraten sind oder Hilfe benötigen. In den letzten Jahren haben wir mit dem Sozialsprengel tolle Projekte abwickeln können, speziell in der Mobilität durch das Anschaffen mehrerer Fahrzeuge, damit das Pflegepersonal gut und sicher die Klienten erreichen kann und dadurch die Leute zu Hause die Hilfe in Anspruch nehmen können. Ich bin Sprengel.